Unsere Bestenliste zeigt die derzeit besten Smartphones mit aktuellen Tests auf dem Markt. Dafür hat unsere Fachredaktion Testberichte aus 69 Testmagazinen für Sie ausgewertet. Das erste Produkt auf unserer Liste ist OnePlus Nord 2 5G. Das Nord war bereits ein furioser Einstieg in die Mittelklasse für OnePlus, der aktuell nach 22 Testberichten mit einer Durchschnittsnote von 1,4 unserer Mittelklasse-Bestenliste lange anführen konnte. Mit der zweiten Iteration möchte OnePlus noch mehr an der größten Stärke der Reihe feilen, dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Nord 2 5G bietet wieder einen 6,4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit flüssigen 90 Hz, der den Screens der aktuellen Flaggschiffe nur minimal hinterherhinkt. Bei der Hauptkamera kommt dieselbe Technik zum Einsatz, die schon beim OnePlus 9 überzeugen konnte, ein Gerät, das derzeit fast doppelt so teuer ist wie das Nord 2 5G. Tolle Bilder sind damit garantiert, auch weil die optische Bildstabilisierung den ein oder anderen Wackler gut ausgleicht. Als Zusatzkameras stehen eine Ultra-Wide-Linse für Landschaftsaufnahmen sowie eine Unterstützungslinse für Tiefeninformationen zur Verfügung. Die mehr oder minder nutzlose Makrokamera des Vorgängers fehlt, wird aber nicht wirklich vermisst. Das Innenleben wird vom neuesten Top-Chipsatz aus dem Hause MediaTek dirigiert. Dieser ist nicht ganz so performant wie der Snapdragon 888, der in aktuellen High-End-Geräten zum Einsatz kommt, bewältigt aber jede Aufgabe mit Links. Außerdem glänzt der Chipsatz mit einer guten Energieeffizienz, was in Kombination mit dem 4500 mAh starken Akku für lange Laufzeiten sorgt. Der beiliegende 65 Watt Ladeadapter kann das Gerät in einer halben Stunde vollständig wieder aufladen. Als Softwareoberfläche kommt das Android-Derivat Oxygenos zum Einsatz, das für seine extrem gute Performance bekannt ist und recht intuitiv verständlich gestaltet ist. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings zum Start. Die 90 Hz Bildwiederholrate wird von dem Gerät bislang nur in wenigen Games ausgenutzt. Hier muss und wird OnePlus noch nachbessern. Zwei Speichervarianten stehen im OnePlus Store zur Verfügung. Die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher kostet erschwingliche 399 Euro, während die mit 12 GB RAM und 256 GB Festspeicher und 499 Euro schon eher im Oberklasse-Territorium verweilt. Die Mehrinvestition in die große Version ist aber trotzdem eine Überlegung wert, denn eine Speichererweiterung per SD-Karte ist bei diesem Gerät nicht möglich. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy S22 Ultra. Der S Pen wird in einer Aussparung auf der Unterseite untergebracht. Bildquelle: Samsung.com. Das Ultra ist im Galaxy S22 Lineup wieder das Topmodell, unterscheidet sich diesmal aber stark von den beiden kleineren Versionen S22 und S22 Plus. Vielmehr entspricht es der Designphilosophie Galaxy Note-Reihe, die zuletzt 2020 ein neues Modell erhielt. Design und Verarbeitung: der Exot in der S22-Riege. Wie auch in den Vorgängergenerationen ist das Ultra wieder das größte Gerät im Galaxy S-Portfolio. Es setzt aber auf ein ganz eigenständiges Design im Vergleich zu den beiden günstigeren Modellen. Der Look wirkt kantig und das Gehäuse aus Metall und Glas wirkt wuchtig und wertig zugleich. Mit 229 Gramm ist das S22 Ultra aber auch kein Leichtgewicht. Wie in der High-End-Klasse üblich ist es auch wasser- und staubdicht. Apropos Staub, das Kameramodul mit einzelnen, aus dem Gehäuse herausstehenden Kameralinsen dürfte etwas schwierig zu reinigen sein, wenn sich Staub an den Kanten absetzt. Display auf demselben, hohem Niveau. Beim Display bleibt fast alles beim Alten. Wieder einmal erwartet Sie hier ein extrem leuchtstarkes und großes OLED-Display, das seine Bildwiederholrate dynamisch an den jeweils dargestellten Inhalt anpasst, 1 bis 120 Hz. Das spart Strom und sorgt stets für einen angemessenen, geschmeidigen Bildlauf. Die Displayränder sind minimal schmaler geworden und im Gegensatz zu S22 und S22 Plus ist er über den Rand gekrümmt, was nicht jedem bzw. jeder gefallen dürfte. Die Auflösung fällt höher als bei den kleineren Modellen aus. Note: Behelf, Rückkehr des aktiven S-Pen-Styles.
Das S21 Ultra bot bereits die Bedienung mit Samsungs S Pen, aber in einer passiven Variante. Mit dem S22 Ultra kehrt Samsung zurück zum aktiven Stift, der beim Einstecken in die praktische Aussparung auf der Unterseite automatisch und blitzschnell aufgeladen wird. Er ist per Bluetooth mit dem Gerät verbunden und lässt sich so auch als Fernbedienung nutzen, zum Beispiel für Präsentationen oder als Fernauslöser. Auch auf dem ausgeschalteten Display lassen sich schnell Notizen anfertigen. Die S Pen App bietet darüber hinaus Unmengen an Notiz- und Zeichenoptionen. Kameras, Detailverbesserungen und mehr Zoom. Bei den Kameras versucht Samsung in allen Belangen eine kleine Schippe draufzusetzen, fokussiert sich dabei aber auf die Telefotolinsen für bessere Zoom-Ergebnisse sowie eine noch bessere Lichtaufnahme für schwierige Lichtbedingungen. Hier eine Übersicht über die Kameras. 40 MP Selfie-Kamera, deutliche Verbesserung gegenüber der Vorgängergeneration, stark bei Videos. 108 MP Hauptkamera, Pixelbinning mit 9 statt bisher 4 Pixeln für noch mehr Lichtinformationen. 2 Telefotolinsen mit 3x respektive 10x Zoom, digitaler Zoom bis zu 100x mit entsprechenden Qualitätsabstrichen, aber dafür guter Stabilität. 12 MP Ultra-Wide-Kamera, unverändert gegenüber Vorgängermodell. Videos in 8K-Auflösung können jetzt auch mit der Hauptkamera angefertigt werden, aber nur mit 24 Bildern pro Sekunde. 4K bleibt also weiter die bessere Wahl. Für Fotoprofis gibt es einen RAW-Modus für die Hauptkamera, der mit 16-Bit Farbtiefe protzt und allerlei Optionen wie ISO-Zahl, Weißabgleich und Co. bietet. Performance und Speicher, zwischen Down- und Upgrade. Beim Arbeitsspeicher gibt es ein kleines Downgrade. Während das S21 Ultra noch mit 12 GB protzte, bietet das Einstiegsmodell der S22 Ultra-Generation nur 8 GB, was aber immer noch mehr als genug ist. Beim Chipsatz handelt es sich um das erwartbare Upgrade auf die neueste Samsung Exynos-Generation, die bereits im energieeffizienten 4-Nanometer-Verfahren gefertigt wird und somit eine gute Energieeffizienz bei weiterhin sehr starker Leistung verspricht. Die Grafiklösung auf Basis von AMDs RDNA2-Plattform unterstützt in der Theorie moderne Grafiktechniken wie Raytracing, aber Samsung selbst mangelt es noch an Praxisbeispielen für diese neuen Spielereien. 4x neues Android. Das S22 Ultra wird zum Start mit Android 12 und Samsungs One UI-Bedienoberfläche ausgeliefert. Der Hersteller verspricht diesmal 4 Upgrades der Hauptversionen, also bis Android 16, sowie Sicherheitsupdates für die nächsten 5 Jahre. Akku und Laden, immer noch eher unauffällig. Während die beiden anderen S22-Modelle mit Rückschritten bei der Akkukapazität daherkommen, bleibt es beim Ultra bei 5000 mAh, was für einen Tag normaler Nutzung ausreichen dürfte. Die Ladegeschwindigkeit ist mit maximal 45 Watt höher als beim Vorgänger, aber im Vergleich zu anderen Android-Flaggschiffen wie dem Mittwoch 11 Ultra nicht sonderlich schnell. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verfügbarkeit und Preisgestaltung. Das S22 Ultra geht Ende Februar in den Verkauf. Die UVP für das Einstiegsmodell mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher liegt bei heftigen 1249 Euro. Speicherupgrades schlagen mit etwa 100 Euro Aufpreis zu Buche. Die größte Version mit einem Terabyte Speicher ist exklusiv im Samsung Store erhältlich. Dort gibt es auch einige exklusive Farbvarianten für Designverliebte. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Auch 2021 wieder ein Flaggschiff par excellence. Auch im Jahr 2021 bleibt sich Samsung treu und liefert mit dem Galaxy S21 Ultra 5G das diesjährige Flaggschiff, das es in insgesamt 5 Farben und 3 Speichervarianten gibt. Auf der Front des Smartphones gibt es nicht viel, das man beschreiben könnte. Sie besteht ausschließlich aus einem knackscharfen und exzellent aussehenden AMOLED-Display, das eine erneut kleiner gewordene Punch-Hole-Notch für die Frontkamera mittig an der oberen Kante verbaut hat. Das 6,8 Zoll große Display kann HDR-Inhalte wiedergeben, ist extrem leuchtstark und dank gestreckter QHD-Auflösung 1440p wirklich scharf.
Wie der Vorgänger kann auch das S21 Ultra flexibel bis zu 120 Hz darstellen, was Bewegungen in bestimmten Anwendungen butterweich wirken lässt. Das Display unterstützt auch Stifteingaben mit dem Samsung S Pen, der allerdings separat gekauft werden muss. Das Galaxy S21 Ultra 5G verwendet wie die beiden anderen Modelle der S21-Reihe den Exynos 2100 Chipsatz, der eine maximale Taktrate von 2,9 GHz bereitstellt und stark genug für jede erdenkliche Anwendung ist. Auf der Rückseite prangt ein gewöhnungsbedürftig groß geratenes Kameramodul, das aus vier bildgebenden Objektiven für unterschiedliche Zoomstufen und Weitwinkeloptionen besteht. Der Akku ist stark genug für mindestens einen vollen Tag und kann mit 25 Watt oder kabellos mit 15 Watt auf seine maximal 5000 mAh betankt werden. Auch die Funktechnik ist mit 5G-Mobilfunk und flottem Wi-Fi 6E auf dem neuesten Stand. Einige zum Teil ganz neue Nachteile schmälern jedoch die Kaufempfehlung. Zum Ärgernis vieler Nutzerinnen und Nutzer schlägt Samsung mit den Modellen der S21-Reihe einen kontroversen Weg ein. Gehörten Kopfhörer und ein Netzteil bis dato zum Standardlieferumfang eines Samsung-Smartphones, geht der Hersteller nun denselben Weg, wie Apple es bereits mit den Modellen der iPhone 12-Reihe vorgemacht hat. Kopfhörer und Netzteil werden nicht mehr mitgeliefert und müssen bei Bedarf separat gekauft werden. Das Netzteil schlägt immerhin mit 35 Euro zu Buche. Auch verzichten die neuen Galaxy-Smartphones nun erstmals auf eine Speicherkartenaufnahme. Sie sollten also vor dem Kauf wissen, wie viel Speicherplatz sie benötigen und müssen eventuell zur teuersten Variante greifen, wenn zuvor noch die geringste Speichergröße im Zusammenspiel mit einer großen Speicherkarte ausgereicht hat. Mit 1430 Euro ist die 512 GB-Variante extrem teuer. Damit streicht Samsung einige zentrale Vorteile seiner Vorgänger, wodurch die Kaufempfehlung mit Blick auf die Konkurrenz immer kleiner wird. Der nächste Produkt ist Samsung Galaxy S22. Simple Modellpflege oder echte Innovation? Diese Frage könnte man sich beim Blick auf das brandneue Samsung-Flaggschiff stellen. Rein optisch hat sich zum Vorgänger so gut wie nichts verändert. Allerdings besteht die Rückseite nun aus Glas und kommt nicht mehr in schönödem Plastik daher, für den Preis eigentlich selbstverständlich, und dieser ist mit 849 Euro, 128 GB, oder 899 Euro, 256 GB, zum Marktstart am 11. März 2022 wie gewohnt hoch. Zudem ist das gesamte Gehäuse insgesamt ein wenig schlanker geworden. Nachteil: Der Akku schrumpft von 4000 mAh indessen auf 3700 mAh. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Akkulaufzeit kürzer wird, denn der neue hauseigene Exynos 2200 Chip wurde im 4nm-Verfahren gefertigt, was eine zum Vorgänger gesteigerte Energieeffizienz zur Folge haben dürfte. So sollten Sie mit dem S22 in etwa genauso lange ohne Steckdose auskommen, wie mit dem Vorgänger. Beim Display hat sich kaum etwas verändert. Es kommt die altbekannte Full-HD-Auflösung bei dynamischen 120 Hz zum Einsatz. Bei bestimmten Aktivitäten kann die Bildwiederholrate so herunterfahren, um Energie zu sparen. Leider hat Samsung seine Datenblätter nachträglich geändert. Das Display unterstützt offenbar nur 48 bis 120 Hz und nicht 10 bis 120 Hz, wie es zuvor angegeben war. Das ist sehr enttäuschend. Auf der Rückseite befindet sich das bereits vom Vorgänger bekannte Kameramodul aus drei Linsen, Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Telefoto für den dreifachen Zoom-Eindruck. Die maximale Auflösung beträgt 50 Megapixel und Samsung verspricht, die Software für eine verbesserte Low-Light-Performance überarbeitet zu haben. Sie haben leider nur zwei Speichervarianten zur Auswahl, dafür aber bis zu acht Farbvarianten. Speicherkarten kann das Gerät nicht verwenden und der Lieferumfang ist für diesen Preis leider, wie mittlerweile üblich, schwach. Das Galaxy S22 kann seinen Akku mit bis zu 25 Watt aufladen, was im Vergleich zu anderen Herstellern sehr gering ist. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lohnt sich das Galaxy S22, wenn ich ein S21 besitze? Da sich die Neuerungen in dieser Generation in Grenzen halten, das Design weitestgehend gleich geblieben ist,
der Preis bei eher schwachem Lieferumfang und magerer Akkuausstattung am Ende doch gewohnt hoch ausfällt, können Sie als regelmäßige R-Samsung-Käufer in diese Generation getrost überspringen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung Galaxy S21 5G. Das Kameramodul hebt sich schick vom restlichen Plastikgehäuse ab. Bildquelle: Samsung.com. Neues Jahr, neue Galaxy S-Modelle, seit 2009 ist Samsung hier pünktlich wie ein Uhrwerk. Auch 2021 beschert der Smartphone-Riese eine neue Generation der beliebten Flaggschiff-Baureihe. Der Name passt zum Veröffentlichungsjahr. Viele hatten eigentlich Galaxy S30 als neue Benennung erwartet. Wie auch bei der S20-Generation wird es das Gerät in drei Varianten geben, das Basismodell sowie eine Plus- und eine Ultra-Variante. Display: weiterhin kompakt und mit Hertz. Das Basismodell ist weiterhin vergleichsweise kompakt und bietet ein 6,2 Zoll Display. Die Frontkamera wird weiter in Form eines Loches mittig am oberen Rand platziert. Die Auflösung bewegt sich etwa auf Full-HD-Niveau und freilich kommt wieder ein Samsung-eigenes Super AMOLED-Panel zum Einsatz. In den Vorjahren hatten die Galaxy-Modelle schon Auflösungen im Bereich um 1440p verbaut, weshalb das wie ein Rückschritt erscheint. Aber dieses vermeintliche Downgrade hat einen Grund: das Display bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das macht nicht nur alle Animationen deutlich geschmeidiger, sondern kann in Spielen auch für einen klaren Mehrwert sorgen. Die Bildrate ist adaptiv und passt sich somit automatisch an den angezeigten Content an. Bei statischen Bildern geht es runter bis auf 48 Hz, was Akkukraft spart. Die Rückseite des S21 ist aus Kunststoff, was für ein Premium-Smartphone etwas ernüchternd ist. Immerhin ist das Kameramodul schick in das Gehäuse eingefasst und farblich mit dem Rest des Gehäuses abgestimmt. Innenleben: neuer Funk und gewohnte Power. Beim Chipsatz läuft es wieder auf unterschiedliche Lösungen je nach Region hinaus. Ein Teil der S21-Riegel bekommt den brandneuen Snapdragon 875 Prozessor und einige Regionen, darunter auch Deutschland, kriegen Geräte mit Samsungs eigenen Exynos 2100. Die Unterschiede waren in den Vorgängergenerationen marginal, aber die Snapdragons sind erfahrungsgemäß etwas performanter. An Rechenleistung wird es dem High-End-Smartphone aber sicher nicht mangeln. Der Arbeitsspeicher beträgt bei beiden Modellen 8 GB, für 50 Euro mehr gibt es 256 GB Speicher. Mit dem Chipsatz einher geht auch der Support für 5G-Mobilfunk sowie Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6. Hier kommt darüber hinaus erstmals der neue Standard Wi-Fi 6E zum Einsatz. Dieser bietet ein zusätzliches 6 GHz-Funkband, was in Gebieten mit sehr vielen WLANs auf den beiden anderen Funkbändern ein enormer Vorteil sein dürfte. Passende Router sind noch eine Rarität. Akku des S21, weniger Kapazität, aber schneller wieder voll. Die technischen Daten zeigen, dass das S21 bei der Akkukapazität einen Rückschritt macht. 4000 mAh statt der 4500 mAh der Vorgängergeneration lassen eine Reduktion der Akkulaufzeit vermuten. Doch der neue Chipsatz arbeitet sicher energieeffizienter als die Vorgänger und auch softwareseitig dürfte Samsung am Energiemanagement gefeilt haben. Hinzu kommen die Optimierungen von Android 11, das die Grundlage für Samsungs O-neue Betriebssystem darstellt, sowie die Einsparungen durch die adaptive Bildwiederholrate. Vermutlich wird sich die Laufzeit also auf demselben, insgesamt soliden Niveau bewegen. Galaxy S21 Kameras, Trio ohne Überraschungen. Statt auf Megapixel-Überfluss setzt das Gerät auf eine Hauptkamera mit 12 MP, die dafür aber mit exzellenter Sensortechnik aufwartet. Signifikante Fortschritte gegenüber der S20-Kamera, die ebenfalls 12 MP bietet, sind eher nicht zu erwarten. Hinzu kommen eine Ultra-Wide-Kamera mit ebenfalls 12 MP sowie eine Telefotolinse mit 64 MP. 4K-Videos mit 60 FPS sind ebenso möglich wie 8K-Aufnahmen bei 30 FPS. Front- und Rückkamera können auch gleichzeitig Videos aufnehmen, was für Vlogger und Instagram-Aficionados spannend sein könnte. Wer noch höhere Ansprüche an die Kameraqualität hat, wird dann eher beim S21 Ultra fündig,
das mit einer deutlich besseren Hauptkamera sowie zwei optischen Zoomstärken kommt. Enttäuschende Einsparungen trotz gleichem Preisniveau. Das S21 rühmt sich damit, einen etwas geringeren Einstiegspreis als in den Vorjahren zu haben. Mit 850 statt 899 Euro bleibt das Preisniveau aber letztlich dasselbe. Bei den dafür eingegangenen Abstrichen wird es bitter. Eine für ein Flaggschiffmodell unwürdige Plastikrückseite statt Glas wie beim Schwestermodell S21 Plus 5G sowie ein Verzicht auf jegliches Zubehör, ähnlich wie Apple es beim iPhone 12 tut. Den Speicherkartenslot hat Samsung auch endgültig begraben. Der nächste Produkt ist Sony Xperia 1.4. Der Multimedia-Stern am Smartphone-Himmel. Mit dem Xperia 1.4 präsentiert Sony erneut ein High-End-Multimedia-Smartphone, das sich auf die Kamera konzentriert. Im Idealfall besitzen sie sogar eine Systemkamera aus der Sony Alpha-Reihe, um alle Profi-Funktionen des Smartphones ausnutzen zu können. Denn das Xperia kann als externer Bildschirm sowie als Fernsteuerung für ihre Sony-Kamera fungieren. Doch auch ohne Sony-Kamera macht das Smartphone eine exzellente Figur für den Multimedia-Betrieb. Das Display besitzt zwar auflösungstechnisch kein vollständiges 4K, durch das 21:9 Format entfallen beim Filmegucken jedoch die störenden schwarzen Balken, wodurch die Bildschärfe am Ende dennoch auf 4K-Niveau bleibt. Das flache Gehäuse, die mattierte Oberfläche und das sich kaum von der Rückseite abhebende Kameramodul sorgen für eine sehr edle Optik. Bildquelle: sony.de. Das OLED-Display ist sehr hell und eine Referenz in Sachen HDR-Qualität sowie Farbdarstellung. Der Profi-Farbraum DCI-P3 wird zu 100% dargestellt, was eine Seltenheit am Markt ist. Zudem kann das Display seine Bildwiederholrate dynamisch auf bis zu 120 Hz für butterweiche Bewegungen takten. Das kommt Ihnen auch beim Gaming zugute. Apropos Gaming: Ein Überhitzungsschutz verhindert, dass der verbaute Chipsatz bei intensiven Gefechten heiß läuft, was die Langlebigkeit der Komponenten erhöht. Zudem können Sie per spezieller Software Ihren Bildschirm direkt an gängige soziale Netzwerke streamen. Das Mikrofon soll sich sogar für Gesangsaufnahmen eignen und per 3,5mm Anschluss können Sie auch hochwertige Kopfhörer für optimale Klangqualität direkt verbinden. Profikamera mit neuartigem Zoom in Alpha-Qualität. Das Prunkstück des neuen Sony-Flaggschiffs sitzt auf der mattierten Rückseite. Die Kamera besitzt drei nutzbare Linsen mit hervorragender Qualität. Einerseits kommen alle Objektive mit der Zeiss-D-Vergütung, welche Fotos mit herausragenden Kontrasten, schönem Dynamikumfang, toller Störlichtabsorption sowie hoher Brillanz verspricht. Sie haben die Wahl zwischen Ultraweitwinkel, 16 mm, für Landschaft und Architektur, Weitwinkel, 24 mm, für alle gewöhnlichen Aufnahmen und Schnappschüsse sowie einer revolutionären Telelinse. Diese kommt nämlich mit einem echten optischen Zoom, besitzt also mehrere Glaslinsen im Inneren, die ihren Abstand zueinander beim Zoom entsprechend verlagern. Die Folge: verlustfreies Zoomen zwischen 85 und 125 mm Brennweite. So können Sie Porträts mit weich gezeichnetem Hintergrund, Bokeh, aufnehmen, ohne dass dieses Bokeh künstlich erzeugt wird. Qualitativ ist das ein Riesensprung. Der Autofokus ist eine der großen Stärken einer Sony-Kamera. Auch beim Xperia 1.4 bekommen Sie zuverlässigen Augenautofokus, der auch bei Bewegung und bei Tieren funktioniert. Bildquelle: sony.de. Die 12 Megapixel auf allen drei Linsen reichen völlig aus. Zudem kommt das Sony-Smartphone mit Software-Features aus der Sony-Alpha-Kamera-Reihe. Dazu zählt der für Sony bekannte Augenautofokus, der selbst bei Bewegung zuverlässig arbeitet und auch Tiere erkennt. Die Bildstabilisierung ist sehr vorteilhaft, wenn Sie im Dunkeln fotografieren möchten, da Rauschen und Verwacklungen minimiert werden. Leistungsstark, aber nicht ganz ohne Schwächen. Die weitere Ausstattung ist absolut Flaggschiff-tauglich. Der Chipsatz vom Typ Snapdragon 8 Gen 1 verspricht hohe Leistung und ist für jede Anwendung stark genug. 5G-Mobilfunk ist ebenso an Bord wie NFC, neuestes Bluetooth 5.2, sowie flottes Wi-Fi 6. Diese Leistung und das Display verlangen dem Akku einiges ab, wodurch man dem Xperia 1.4 einen 5.000mAh Akku verpasst hat.
Sie sollten damit ein bis zwei Tage, je nach Art der Nutzung, auskommen. Lediglich beim Schnellladen könnte Sony noch etwas nachlegen. Das Smartphone lädt mit maximal 30 Watt, wohingegen deutlich günstigere Smartphones schon doppelt oder dreimal so schnell aufgeladen werden können. Auch erscheint es schade, dass das Gerät nicht vollständig wasserdicht ist. Wenn alle Anschlüsse fest verschlossen sind, übersteht das Gerät kurzzeitigen Wasserkontakt laut Hersteller unbeschadet, allerdings darf das Gerät nicht vollständig untergetaucht werden. Der nächste Produkt ist Oppo Find X5. Mit dem neuen Find X5 zeigt Oppo ein High-End-Smartphone mit starkem Fokus auf die Kamera. Zum Marktstart wird das Gerät rund 1000 Euro kosten und spielt daher in der Liga der ganz Großen mit. Mit einem HDR-fähigen OLED-Display, das dynamisch bis zu 120 Hz erreicht, haben Sie ein modernes Display vor der Nase, das einerseits sehr flüssige Bewegungen darstellen kann und andererseits energieeffizient arbeitet. Leider löst das Display nur in gestrecktem Full HD auf, was bei über 6,5 Zoll für den Preis nicht besonders erfreulich ist. Die Kameras liefern alle sehr schicke Fotos mit scharfen Rändern und gutem Rauschverhalten. Spezielle Software-Nachbearbeitung sorgt für gute Low-Light-Performance. Auf der Videoseite können Sie in 4K mit maximal 60 FPS aufnehmen. Der verbaute Chipsatz vom Typ Snapdragon 888 reicht locker für jede Art von Anwendung aus. Das Find X5 gibt es nur mit 256 GB Festspeicher, der sich bedauerlicherweise nicht erweitern lässt. Ein großer Vorteil des Oppo-Smartphones ist der Akku. Mit 4800 mAh ist er groß genug für einen vollen Tag ohne Steckdose und lässt sich mit bis zu 80 Watt sehr schnell aufladen. Leider ist das Gehäuse nicht wasserdicht, was man in dieser Preisklasse absolut erwarten kann. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Oppo Find X5 Pro. Auf dem MWC 2022 hat Oppo sein neues Flaggschiff vorgestellt. Das Find X5 Pro versteht sich als das stärkste Modell aus der neuen Find X5-Reihe und kommt mit starken Features. Das AMOLED-Display ist extrem hell und 10-Bit-fähig, echtes HDR ist also kein Problem. Mit einer dynamischen Bildwiederholrate, die bis 120 Hz reicht, sind Bewegungen auf dem Display extrem flüssig und je nach Bedarf regelt das Gerät die Frequenz herunter, um Strom zu sparen. Der Akku ist 5000 mAh groß, was angesichts der modernen Technik in Ordnung geht. Erste Hands-on-Berichte monieren zwar eine nicht ganz überzeugende Ausdauer, allerdings lässt sich der Akku mit 80 Watt aufladen und benötigt lediglich 40 Minuten bis zur vollen Aufladung. Das Gehäuse ist gemäß IP68 wasserdicht und die rückseitigen Kameras sind eine Freude. Die Weitwinkelkamera schafft 50 Megapixel und auch die Ultraweitwinkel löst mit 50 Megapixeln auf. Mit einem Spektralsensor soll die Bildqualität erhöht werden. Wichtiger ist hingegen die zuverlässige Bildstabilisierung in 5 Achsen. So werden Aufnahmen viel schärfer und verwackeln nur selten. Sie können hier eine absolute Top-Kamera erwarten. Ist das Oppo besser als das Samsung Galaxy S22 Ultra? Das Gerät kostet rund 1300 Euro und spielt damit in dem Preisbereich seines direkten Konkurrenten, dem Samsung Galaxy S22 Ultra. Dieses kann dem Oppo jedoch nicht überall das Wasser reichen, der Akku ist identisch groß, wird beim Oppo aber fast doppelt so schnell befüllt, 80 Watt zu 45 Watt, das Display ist etwas schärfer und ersten Benchmarks zufolge ist der im Find X5 Pro verbaute Chipsatz bereits schneller als der des Galaxy-Flaggschiffs. Im Gegensatz zu Samsung packt Oppo ein Ladegerät in den Lieferumfang. Der Marktstart des Oppo Find X5 Pro ist der 21. März 2022. Der nächste Produkt ist Motorola Moto G205G. Das Kameramodul ragt ziemlich weit aus dem Gehäuse heraus. Bildquelle: motorola.com. Motorola löst sein Oberklasse-Erstlingswerk Moto G100 ab und bringt mit dem Moto G205G ein Modell, das noch mehr als zuvor auf preisbewusste KäuferInnen abzielt, denen es vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ankommt. Mit einem Startpreis von 450 Euro macht es sich zwischen Mittelklasse und Oberklasse bequem und konkurriert somit auch mit den Flaggschiff-Modellen der Vorjahresgeneration.
Flaggschiffgene sieht man beim Moto G200 durchaus, denn im Inneren werkelt hier überraschenderweise Qualcomms High-End-Chipsatz Snapdragon 888, der auch in absoluten Performance-Leistungsträgern wie dem Asus ROG Phone 5 seine Arbeit verrichtet. Spielefans dürften nicht nur die Leistung zu schätzen wissen, sondern auch die hohe Bildwiederholrate von 144 Hz, die für eine besonders geschmeidige Darstellung sorgt. Das Display ist zudem scharf und leuchtstark, kommt allerdings in der Disziplin Kontrast nicht an OLED-Displays heran. Bei der Kamera hat sich Motorola für ein Triple-Kamera-Setup entschieden. Eine der Kameras ist nur für die Berechnung von Tiefenschärfeeffekten da, kann also getrost ignoriert werden. Es verbleiben eine gute 108-Megapixel-Hauptkamera, die auch bei wenig Licht gute Fotos schießt, sowie eine stets praktische Ultra-Wide-Linse, die aber in Sachen Bildqualität etwas abfällt. Da eine optische Bildstabilisierung fehlt, sind ruhige Hände beim Fotografieren und Filmen allerdings notwendig. Der Akku bietet eine Kapazität von 5000 mAh, was momentan der Standard bei neuen Modellen zu sein scheint. Zusammen mit der energieeffizienten internen Hardware sorgt der großzügig bemessene Akku für gute Laufzeiten. Bei normaler Nutzung dürften 2 Tage Laufzeit drin sein. Lobenswert ist auch das installierte Android-System, das weitestgehend ohne Anpassungen seitens Motorola oder unnötiger Müllsoftware kommt. Der nächste Produkt ist Google Pixel 6 Pro. Mit dem Pixel 6 Pro sagt Google High-End-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 Plus und dem iPhone 13 Pro den Kampf an. Vor allem mit dem neuartigen Chipsatz soll das Pixel 6 Pro seine Schlagkraft beweisen. Der sogenannte Tensor-Prozessor ist nicht nur im Alltag und bei Gaming flott, sondern unterstützt darüber hinaus auch Key- und Maschinenlernprozesse, die sonst bei Googles Betriebssystem Android eher an die Cloud ausgelagert werden. So kann das Gerät nun von sich aus in Chats live in beide Richtungen übersetzen oder Tonaufnahmen automatisch transkribieren. Die Kamerariege aus Weitwinkel, Ultraweitwinkel und hochwertige Telefotolinse arbeitet pixeltypisch auf einem sehr guten Niveau. Durch die Key-Fähigkeiten können nun zusätzliche Effekte eingefügt werden oder sogar nachträglich störende Objekte aus Bildern spurenlos entfernt werden, Magic Eraser. Das knackscharfe OLED-Display mit HDR-Funktionalität unterstützt Bildraten bis 120 Hz, die sich variabel je nach Inhaltstyp auf dem Bildschirm variabel anpasst, was Energie spart und wenn's drauf ankommt eine besonders geschmeidige Darstellung präsentiert. Der jetzt größere Akku hält Google zufolge 24 Stunden normaler bis intensiver Nutzung durch.